Hallo, ich bin Regina Halmich und ich freue mich, dass du dabei bist beim Fitness First Freestyle Training. Heute wollen wir einen straffen, definierten Unterkörper trainieren. Das Workout heißt Lower Body Shape. Wir werden 30 Sekunden belasten, 30 Sekunden Pause haben. Wir machen 6 Übungen und 2 Runden. Ich habe auch Verstärkung, einmal die Maren und einmal den Anthony. Und da Frauen auch so einiges auf dem Kasten haben, wird Maren heute die schwierigere Variante machen. Ich werde die Übung normal ausführen und für die Beginner, da wird dann Anthony die leichte Variante vorführen. Wir beginnen mit dem Warm-up und auf geht's mit dem Hüftkreisen. Wir beginnen links und ziehen das Knie richtig hoch. Auf geht's, richtig nach oben ziehen. Ja. Ist immer wichtig, dass wir gut warm sind, dass wir eine gute Betriebstemperatur haben, damit wir dann auch mit einem richtig tollen, knackigen Workout starten können. Letztes Mal und Wechsel, andere Seite. Los geht's. Ihr könnt gerne eure Hände dazu nehmen, dass ihr das Gleichgewicht halten könnt. Und ziehen. Und ziehen. Und schon ein bisschen höher gehen. Jawohl. Noch zweimal. Und weiter geht's mit dem Body Circle. Wir stehen wieder schulterbreit, beginnen mit dem linken Bein, gehen nach unten, berühren die Füße und kommen wieder aufrecht nach oben. Gehen linkes Bein, rechtes Bein, aufrecht nach oben. 1, 2, 3, los geht's, kommt. 1, 2, 3 und hoch. 1, 2, 3. Auch hier versuchen die Beine durchgestreckt zu lassen. Aufrechte Position, wenn ihr nach oben kommt. Und ein bisschen schneller. Ein letztes Mal. Und wir machen Richtungswechsel. Nach oben. Jetzt das Ganze mit rechts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sehr schön. Immer die Füße berühren. Die Beine bleiben durchgestreckt. Dass wir auch gut gedehnt sind für unser Workout. Noch zwei mehr. Jawohl. Okay. Weiter geht's mit dem Short Side Lunge. Und wie es das Wort schon verrät, short, er ist kurz. Rechts und links. Geht nicht zu tief. Macht's lieber ein bisschen schneller. Los geht's. Wichtig dabei, dass der Po hinten ist, dass der Oberkörper, der darf leicht gebeugt sein. Die Arme, die könnt ihr vor die Brust nehmen. Die richtig harten Profis, die nehmen noch Gewichte. Wer das möchte zu Hause, der kann das gerne tun. Und kommt. Noch 4. Letztes Mal. Okay. Als nächstes kommen wir zum Beinkreisen und den Squats. Wir fangen an mit links 4-mal. Dabei achten wir, dass das Bein gestreckt ist und auch unten wieder zusammengeht. Wir kommen in die Squats, die sind schulterbreit. Gehen leicht nach vorne, der Po ist angespannt. 3 und 4.
Die Beine gehen wieder zusammen. Wechsel. Eins, zwei, drei und vier. Und alle zusammen. Los geht's. Eins, zwei, ich zeige es gerne mal von der Seite. Drei, vier und los geht's. Eins, zwei, drei, vier und Squats. Eins, zwei, drei, vier und letztes Mal. Eins, zwei, drei, vier und nochmal Squats. Komm, eins, zwei, drei, vier. Okay. Und lockern. Das war auch schon das Warm-up. Und los geht's mit unserem Workout. Wir kommen zur ersten Übung, das ist der Squat. Wichtig hierbei nochmal, wenn wir runtergehen, der Po ist angespannt. Stellt euch vor, ihr setzt euch auf einen Stuhl. Die Hüfte, die kommt nach vorne. Auch gerne nochmal von der Seite. Nach oben angespannt und wieder runter. So. Auch hier, Maren wird die etwas schwierigere Variante zeigen und Anthony für die Beginner. Okay, auf geht's. Ich will jetzt was sehen. 30 Sekunden, volle Power. Los geht's. Ja, sehr schön. Also hier kann man sehen, Maren, die geht richtig runter in die Knie. Und es ist auch ganz wichtig bei dir zu Hause, dass du dein Level findest. Dass es nicht zu schwierig ist, aber auch nicht zu einfach. Bei Anthony kann man sehen, er macht die Variante von den Beginnern. Aber auch hier ist die Körperspannung. Die letzten Sekunden, die laufen. Noch drei, zwei, eins und Zeit. Weiter geht's mit dem Side Lunge im Wechsel. Wir beginnen mit links, rechts. Auch hier ist wieder wichtig, dass der Po angespannt ist. Beim Hochgehen sind wir aufrecht. Und einfach auch die Körperspannung, dass wir die halten. Wer möchte, kann auch die Hände zur Seite legen, an die Hüfte. Das ist ganz gleich, wie ihr wollt. Auf geht's. Auch hier wieder die Anfänger, die machen nicht so einen großen Ausfallschritt. Und Maren, die nimmt sogar noch das Knie mit hoch. Muss ich natürlich hier auch immer konzentrieren, zeitfokussiert. Es sind die letzten Sekunden. Drei, zwei, eins, geschafft. Die dritte Übung ist ganz einfach. Front Lunge. Wir gehen jetzt nicht zur Seite, sondern nach vorne. Auch hier beginnen wir wieder mit links, nach vorne und Wechsel. Vor und Wechsel. Rechts und links. Arme könnt ihr auch hier wieder mit dazu nehmen. Der Körper ist angespannt. Es sind noch drei, zwei, eins und Zeit. Auch hier fortgeschrittene Variante. Maren variiert. Sie geht einmal nach vorne und einmal zurück. Hier die einfache Variante, einfach zurückgehen. Und ich habe das ganz einfach im Wechsel gemacht. Die letzten Sekunden laufen auch schon. Drei, zwei, eins und Zeit. Nun geht's auf den Boden. Wir legen uns auf den Rücken und die Übung, die heißt Käfer. Und zwar nehmen wir die rechte Hand und das linke Bein und umgekehrt. Drücken leicht dagegen, damit wir auch eine schöne, intensive Übung haben. Und dann würde ich sagen, wir machen das alle zusammen. Maren, Anthony, macht euch bereit. Eure Pause ist vorbei. Und los geht's. Jawohl, schön im Wechsel. Anthony lässt die Arme noch weg.
drückt also nicht gegen den Oberschenkel, dann ist es nicht ganz so anstrengend. Und die Maren, die drückt schon richtig. Die andere Hand, die geht nach hinten. Das sieht schon sehr gut aus. Die letzten Sekunden. Wir haben noch 3, 2, 1 und Zeit.